Hallo, mein Name ist Marie-Therese van Kessel. Ich bin Ingenieurin bei Hüsker Synthetik und möchte Ihnen gerne die Bauweise der geokunststoffbewehrten Erde vorstellen. Diese Bauweise ermöglicht die Sicherung von natürlichen Geländesprüngen und Hängen sowie den Bau steiler Böschungen und vertikaler Stützwände. Bevor wir einen Blick auf die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten werfen, werden wir zunächst die bodenmechanischen und technischen Grundlagen für den Bau und die Bemessung kennenlernen. Als geokunststoffbewehrte Erde wird ein Verbundkörper aus einem granularen Boden und Bewehrungselementen aus polymeren Rohstoffen, den sogenannten Geotextilien oder Geokunststoffen, bezeichnet. Die Geokunststoffe werden mit dem Boden zu einzelnen bewehrten Bodenpolstern aufgebaut, die vertikal übereinander platziert werden können. Auf diese Weise entsteht eine Polsterwand, die Eigen- und Verkehrslasten und auch den Erddruck des unbewehrten Hinterfüllbodens aufnimmt und ableitet. Neben der Wahl qualitativ hochwertiger Baustoffe, einer präzisen Bemessung, ist auch der sorgfältige Aufbau ein entscheidender Faktor für die Leistungsfähigkeit der geokunststoffbewehrten Erde. Der Wirkungsmechanismus des Systems beruht auf dem Verbundverhalten zwischen dem Füllboden und der Bewehrung. Wird die Scherfestigkeit des Bodens überschritten, entsteht ein abgleitender Erdkeil in dem sogenannten aktiven Bereich. Über Reibung und Verzahnung, dem sogenannten Verbundverhalten, werden in dem aktiven Bereich Lasten in das Bewehrungselement eingeleitet und von diesem in den standfesten bzw. passiven Bereich abgeleitet. Somit wird bei gutem Verbundverhalten das Kräftedefizit von der Zugfestigkeit der Geokunststoffbewehrung kompensiert und die Standsicherheit des Bauwerks hergestellt. In Deutschland erschien im Jahr 2010 die zweite Ausgabe der Empfehlungen für den Bau und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen. Neben weiteren Anwendungsgebieten von Geokunststoffen in der Geotechnik werden darin die Grundlagen für den Bau und die Bemessung einer geokunststoffbewehrten Erde definiert und erläutert. In einer Bemessung wird die erforderliche Anzahl, die Zugfestigkeit und die Länge der Bewehrungselemente und somit die Sicherheit gegen den Bruch oder des Herausziehens der Bewehrung ermittelt. Zur Überprüfung der Böschungsbruchsicherheit müssen alle möglichen Gleitflächen untersucht werden. Dazu zählen zum einen Gleitflächen, die Bewehrungselemente schneiden, wobei sie entweder ausschließlich innerhalb des bewehrten Erdkörpers liegen oder darüber hinaus durch den Hinterfüllboden verlaufen. Zum anderen werden Gleitflächen analysiert, die den bewehrten Erdkörper vollständig umschließen, ohne eine Bewehrungslage zu beschneiden. Die innere Standfestigkeit der geokunststoffbewehrten Erde wird maßgeblich durch die Scherparameter des Füllmaterials sowie der Zugfestigkeit, der Länge und der Anordnung der Geokunststoffbewehrung bestimmt. Zu den wichtigsten Einflussparametern bei der Überprüfung der globalen Standsicherheit zählen die äußeren Lasten, die bodenmechanischen Eigenschaften des Hinterfüllbodens und des Untergrundes. Außerdem wird die Konstruktion bezüglich der Sicherheit gegen den Grundbruch, des Gleitens und der Lage der Sohldruck resultierenden analysiert. Zum Schutz der Geokunststoffe vor UV-Einstrahlung, Vandalismus oder Feuer in der Front der geokunststoffbewehrten Erde werden sie mit einem sogenannten Facing versehen. Die Gestaltungsmöglichkeiten können von einer Bepflanzung über Gabionensysteme bis hin zu Blocksteinen oder Betonelementen variieren. Es gibt Facing-Systeme, die aktiv am Lastabtrag des gesamten Systems beteiligt sind und somit eine statische Aufgabe erfüllen. Daneben gibt es auch Facing-Systeme, die nicht aktiv am Lastabtrag beteiligt sind. In beiden Fällen wird die Sicherheit der Facing-Elemente und gegebenenfalls die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Verbindung zwischen der Geokunststoffbewehrung und der Facing-Elemente nachgewiesen. Die Anwendungsbereiche der geokunststoffbewehrten Erde umfassen einfache Bauwerke wie Lärmschutzwände, aber auch Straßendämme und sogar hochsensible Bauwerke wie Brückenwiderlager oder Eisenbahndämme. Die Anwendbarkeit wurde in Großversuchen und Testwänden sowie zahlreich durchgeführten Bauprojekten untersucht und bestätigt. Die geokunststoffbewehrte Erde wird in Deutschland immer häufiger als kosteneffiziente Alternative zu den bekannten Standardbauweisen ausgewählt. Im Ausland, wie beispielsweise in den Niederlanden, wird die geokunststoffbewehrte Erde bereits selbst als Standardbauweise angewendet. Grund dafür ist zumeist die hohe Anpassungsfähigkeit
der Bauweise in Bezug auf projektspezifische Eigenschaften. Dazu zählen unter anderem die Art des Lastabtrages, die Geometrie oder die Bauzeit. Sogar künstlerische Aspekte können durch die freie Wahl der Geometrie, der Form und des Facings gesetzt werden. Ich hoffe, die Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, besuchen Sie uns doch auf unserer Website und kontaktieren Sie uns gerne persönlich.